Ach ja. Da falle ich direkt von der Klippe runter. Oha. Und die erste Spinne greift mich an. Es kommt mir vor, als hätte ich Ewigkeiten hier nicht mehr Minecraft aufgenommen. Und würde jetzt gleich mal sagen, seid gegrüßt, meine lieben Zwerge, Gnome, Hobbits. Und selbstverständlich auch Elderdom zu einem neuen Zombie. Zu einem neuen Part Minecraft Arno mit dem Zwergenfürst und einem brennenden Zombie. Hau mir ab, da geht gerade die Sonne über Arno auf. Ja. Eine Kuh, die hat sich selbst eingesperrt. Ja, wo kommt denn die her? Das ist natürlich Klaus. Klaus das Huhn. Klaus der Zweite. Ja, muss mich erstmal umgucken, wo ich denn hier überhaupt bin. Lange nicht gespielt. Na doch, schon gespielt. Ich habe es offscreen immer mal ein bisschen gespielt. Dann muss ich es euch auch mal direkt zeigen. Ich habe das Feld mal ein bisschen vergrößert. Offscreen war ich mal hier ein bisschen, hatte ich mal ein bisschen Langeweile und habe mal das Feld ein bisschen erweitert. Deshalb, ja, also nicht gespielt wäre ein bisschen falsch. Ich habe schon gespielt, aber ja. Der letzte Part, der ist ein Weilchen her. Und es kommt mir wie eine Ewigkeit vor, da ich den letzten Part Minecraft Arno diesem Kanal hochgeladen habe und erfreulich ist, hat auf beiden Seiten eine, ja, eine Öffnung, dass man hindurch kann. Ja, und der Turm steht immer noch da, den habe ich noch nicht abgebaut. Würde ich mit euch mal in einem Timelapse, das hat sich irgendwie eingebürgert bei mir hier. Die Zeitlapse und den Timewerfer. Genauso. Da haben wir oben schon angefangen, das ein bisschen abzutragen. In den letzten Parts. Ja. Und dann könnte man das demnächst mal weitermachen. Schaut uns hier noch ein bisschen um. Ja, die Kirche, die muss ich mir auch nochmal von innen angucken. Die hatten wir dann im letzten Part beendet. Schön, schön, das Dorf wächst immer weiter. Das ist sehr erfreulich. Hübsch, hübsch, hübsch. Da geht's hinein. Dieser Krastai. Na, super. Hier haben wir noch einen dieser Krastai. Ein weiteren Raum, Abstellraum sozusagen. Die kann man dann mal deppen auf den Turm. Ich glaube, in der Kirche habe ich auch ein paar Winzigkeiten geändert. Nicht viel, aber so ein bisschen oben. Das Dach war, glaube ich, ein bisschen was, was ich ausgeputzt habe. Oder? Muss man dann mal hochgucken hier. Zack. Und hops. Na komm, mach hops. Zack. Nee, ich glaube, hier ist noch alles beim Alten. Joa. Ja, das Dorf einmal von oben betrachten. Hops. Dann kann man hier auf den anderen Turm gleich rüberspringen. Macht man eigentlich nicht so, aber ja. Hier mal wieder im Nicht-Kreativ-Modus, sondern im Überlebensmodus natürlich. So ist es doch spannend. So muss man es ja machen. Die Kirche haben wir im Kreativ-Modus gebaut. Aus Gründen.
des Materials. Ihr seht's, ich krieg wieder Fallschaden. Und dann, ja. Ist alles wieder bei guter Ordnung. Die guten alten Ordnungen. Kann ich wieder ordentlich sterben hier. Frag mich, wo mein Inventar ist. Das habe ich wahrscheinlich bei mir in der Butze dort oben abgelegt. Ja, was machen wir denn heute in diesem Part? So einen Plan habe ich jetzt direkt nicht. Vielleicht mal am Anfang ein bisschen umgucken. Hier Siegfrieds Haus. Er ist selber nie zu Hause. Ja, Turm abbauen wäre jetzt eine Option, die man in diesem Part machen könnte. Für den nächsten Part habe ich dann wieder einen Plan. Da kann man dann wieder was anfangen. Aber ja, jetzt so als Minuten-Tag-Part, so wieder Reinkommen-Part, so. Ja, hier ist mein Creeper explodiert. Das ist mittlerweile wieder Gras drüber gewachsen. Aber ja, das Ganze sieht hier ein bisschen anders aus, weil da ein Creeper mal ein großes Loch hineingerissen hat in den Boden. Und dann würde ich mal sagen, ein Schwein. Bauen wir hier mal den Turm weiter ab, von oben nach unten. Eine Spitzhacke wäre dazu nicht schlecht. Die könnten wir uns mal abholen, bevor es dann weitergeht. Ja, alles ganz entspannt heute. Das ist ja, soll ja hier nicht, ja, soll hier nicht hektisch sein. Wird heute nur ein gechillter kleiner Minecraft-Part. Das soll doch auch wohl, das darf es doch wohl auch mal geben. Mal entspannt, mal ein bisschen die Gegend genießen, hier mal das Sein genießen. Mal noch mal. Mal Mensch sein hier, einfach mal wohnen, leben. Ja, hier bin ich Mensch, hier darf ich sein. Einfach mal die Welt genießen. So, was hätten wir hier? Die Waffen sind wohl unten. Die Spitzhacken und so weiter. Waffen, ja. Dia-Spitzhacke, stimmt, da haben wir mal eine Dia-Spitzhacke besorgt. Soll ich die jetzt schon benutzen? Naja, fangen wir mal damit an. Nehmen wir mal, nein, komm, ich, ja, ist mir doch zu schade. Die ich mir mal auf, wenn wir mal irgendwo unterwegs sind. Ich kann auch hier bestimmt mal eine Eisenspitzhacke oder sowas besorgen. Na, wie sieht's aus? 27 Eisen. Da wird doch bestimmt eine Spitzhacke bei rausspringen, oder? 8 Stücke. So. Muss doch gehen. Ah, hier habe ich mein Inventar. Hier habe ich ein bisschen was. Ach ja, das Wassereimer. Das wird wahrscheinlich noch vom Kreativmodus stammen. Habe ich nicht gelernt. So, Eisenspitzhacke. Können wir gebrauchen, gleich 2 an einem Stück. Eisen haben wir genug. Naja, nicht mehr lange, aber momentan haben wir ein bisschen was parat. So, den Stock mal verstauen und dann brechen wir mal auf zum Abbau des Turms. Dieser miese Orgianer-Turm. Um den muss ich endlich mal gekümmert werden. Daraus wollten wir eigentlich die Kirche bauen, das haben wir dann im Kreativmodus dann doch gemacht. Ja, der Schandfleck muss jetzt weg. Ist aber schön, mal die Kirche aus demselben Material wie den Turm zu sehen. Das ist wirklich ein Zeichen, das ich nicht schlecht finde. Das ist, ja, aus Bösem etwas Gutes machen. Das, ja, ist durchaus nicht schlecht. So, hops, immer hoch, Treppen hinauf. So, hier oben hat es schon zugeschneit. Na dann, Stück für Stück, dann haben wir wieder jede Menge Stein. Dann können wir das wegschmeißen. Was sollen wir denn mit diesem Stein hier? Den wollen wir doch nicht verbauen. Für die Kirche hätten wir es gebrauchen können, aber
Nein, danke. Dann bauen wir erstmal ab. Hier gibt es gleich eine wunderschöne Timelapse. Die darf jetzt bloß nicht runterfallen, weil dann wird es schmerzhaft und ja, dann bin ich instant tot, wie man es so schön sagt. Also, ja, sachte abbauen, aber schnell im Zeitraffermodus. Auf! Ziemlich dunkel hier beim Abbauen. Sollte man vorsichtig sein in der Nacht. Das war vorher hier ziemlich hell erleuchtet. Das sah auch sehr hübsch aus in der Landschaft. Aber ja, trotzdem muss er weg. Der Turm muss weg. Ja, so sieht's aus. Ah, verdammt, da war nichts mehr. Ich bin gleich tot. Ja, viel habe ich nicht mehr im Inventar, was ich könnte verlieren. Aber trotzdem, ja, ich würde gerne bestehen. Also, nach dem Abbau des Turms noch weiter bestehen. Und nicht gleich sterben. Tod durch herunterfallen. Ja, wir werden uns irgendwann mal einen richtigen Turm, das Schwein, wir werden uns mal einen richtigen Turm anbauen hier, aus gutem Material und auch etwas, ja, was nicht von den Orgojanern missbraucht wird, ja, etwas, was dann auch im Dunkeln schön leuchten kann. Und nicht bedrückend aussieht, sondern schön. Dafür lohnt es sich doch mal eine Nacht lang zu schürfen hier und den ganzen Unrat hier abzubauen. Dass dann der nächste Tag ohne Mauern und graue, dunkle Mauern und ohne den Ojana-Turm auskommen kann. So, da haben wir es doch spitzenmäßig hingekriegt. Der Turm ist weg und es wird Tag. So, ich würde gern irgendwie den ganzen, ja, Müll hier weg. Andersit, poliert Andersit. Ja, was soll ich denn damit?
Und der Tag brach an. Ein neuer Tag. Ja, ich leg das Zeug erstmal in meine Werkzeugkiste und in den Keller und dann mal schauen. Die Materialkiste. Was wir dann damit noch machen können. Irgendwo viel kann man es bestimmt gebrauchen. So. Ein leichter und sechter Part heute. Ja. Das schlichte Dorfleben. So an der Sieht. Ist voll der Platz oder was? Sag nicht. Okay, dann muss das wohl Eisen sein. Da kommt dann hier das Gitter rein. Die Spitzhacke kommt rüber. Holztreppe. So, Schwarzeichen. Dings. Stein ist voll. Ja. Brauchen wir mal eine größere Truhe für den Stein. So, die angefangene Spitzhacke wieder zurücklegen. So sieht's aus. Ja, sind wir doch losgeworden. Dann, ach so, ja, was ich noch machen wollte, hier was futtern. Ja, noch hier jede Menge Brote. 13 Brote. Hier muss man gemacht werden. Na, was bringt das? Das bringt aber nicht sehr viel. Oh, aber im Herzen, auf der Hand, tut das viel. So, Hunger ist gestillt. Ein bisschen aufgeladen. Na denn, gebratenes Fleisch bringt aber mehr als das Brot. Das kleine Brot, das bringt nicht so viel. Ein gebratenes Zeug, das ist schon, viel wert. Na denn. Irren wir mal weiterhin durch die Landschaft. Schau mal. Was wir so noch machen können. Der Turm ist weg. Was für ein schönes Bild. Haben wir ihn niedergewalzt. Ja. Das Feld. Können wir ein bisschen ernten. Der Weizen schon erntenbar. Scheinbar noch nicht. Da ich so das erste Weizen hier verloren. Muss das neu anpflanzen. Habe ich hier drüben in der Truhe hoffentlich noch ein paar Samen. Ja, genug Samen haben wir hier dabei. Können wir B-Pflanzen. Zack. Und zack. So, dann wachst mal ordentlich, bis ich euch einsammeln kann und abernten. Ach ja, ein bisschen Melone und ein bisschen Weizen ist ja auch noch mit dabei. Schön, schön. Schön, schön. Diese Schlucht, die ist auch interessant, was wir daraus noch machen. Wie wir die noch nutzen werden. Tja, die Ecken dieses Dorfes sind ja unergründlich. Das geht da noch in diese Ebene weiter. Ja, das kann man auch nicht ausnutzen. Hier kann auch was Neues hinkommen. Ein neues Gebäude. Ja. Können wir uns mal was einfallen lassen, was man so bauen kann. Ich gehe mal hier runter in die Schlucht. Das Ganze mal von der unteren Perspektive betrachten. Froschperspektive. Ja, da wird dann wahrscheinlich eher so ein bisschen was wie, ja. Gefängnis steht ja da schon drüben, aber so ein bisschen ja. Hinrichtungsstätte würde hier passen. So unten im Tal, da sieht man dich oben im Dorf nicht.
Ja, so ungefähr. Was haben wir denn hier? Eine Höhle. Das ist eigentlich nicht so gut. Eine Höhle. Alles klar, okay. Achtung, Redstone. Schaltkreis. Ihr plant wohl jemand was. Okay. Alles gleichen. Das war wohl mein Redstone-Schaltkreis. Verstehe. Was verbindet der? Oh, TNT. Oh, da müssen wir vorsichtig sein. Vorsichtig. Da geht's runter. Was ist denn da unten los? Sollten wir hier ganz ohne Fackeln aufbrechen? Und nicht ohne Fackeln, ohne Waffen. Einfach so unbewaffnet hier auf den Weg uns machen. Na, ich weiß nicht. Oh. Das sieht nach einem Geheimweg aus. Da wurden wir hier unterwandert, oder was? Das sieht nach einem Geheimtunnel aus. Oh, oh. Wenn das mal nicht von den Orgojanern ist. Wenn sich hier mal nicht die Orgojaner ins Dorf schleichen. Oh. Da müssen wir dann mal den Eingang sprengen. Wenn da schon TNT für uns breit steht. Wäre mal praktisch, den Weg da mal abzusperren. Da scheint was, da scheint eine Lücke im System zu sein. Ich glaube, wir müssten mal langsam anfangen, mal das Städtchen zu verteidigen. Mal Stadtmauer zu ziehen. Und da mal ein bisschen, ja, präventiv vorzusorgen für den nächsten Angriff. Momentan sind wir hier noch ziemlich ungeschützt. Wenn da wieder die Orgojaner durch den Geheimtunnel kommen. Das scheint ja wirklich nur ein originaler Orgojaner-Turm zu sein. Hier ist die Rüstung. Die zieht sich an. Endlich ein Turm. Ich meine, ein Tunnel. Ein Geheimtunnel, das ist eigentlich nicht so gut. Ich habe nicht vor, einen Kampf zu ziehen, aber ich ziehe trotzdem meine Rüstung vorsichtshalber an, wenn ich unterwegs bin. Das können wir dann hoffentlich hinterbekommen. Hat viele Eisen gekostet. So. Diamantschwert. Ja, damit. Ja, super. So, da sehe ich wieder bezaubert aus. So. Da habe ich mein Diamantschwert weggeworfen. Genauso macht man das. Dann lass uns mal den Geheimtunnel aufbrechen. Und den mal erkunden. Na, dann wird es doch auch mal spannend hier. Ich hoffe nicht allzu spannend, aber da haben wir ja noch was gefunden. Was neben dem Abbauen, dem Beet bauen, noch spannend wird. Das ist nicht unbewaffnet da rein. In Gefahr. Da könnte Gefahr sich verbergen. Naja. Schauen wir mal, was am Ende dieses Tunnels so auf uns wartet. Langes Schienennetz. Hätte man jetzt eine Lore. Na sowas. Wo dieser Tunnel wohin führt. Würde ich mal sagen, trauen wir uns mal ganz langsam und vorsichtig hier mal den Tunnel entlang. Oh, das Eisen an der Strecke. Aufgeräumt haben sie hier nicht. Das ist schlecht für die.
Gut für mich. Okay. Vorsichtig. Nicht in irgendwelche Fallen tappen, die eventuell rumliegen könnten. Oh, ich sehe einen Schaltkreis. Redstone. Das macht mir Angst, ganz ehrlich. Und gut, lange nie mit Redstone arbeiten können. Ich kann auch nicht mal mit Redstone arbeiten. Nicht wirklich. Das könnte gefährlich werden. Oh, schnell durch hier. Okay. Das scheint eine Falle zu sein, wenn man da mit den Uhren lang fährt. Ist man nicht ganz sicher. Und das scheint hier das Ende zu sein. Sind wir hier schon am Ende? Na. Kann den bösen Obianer hier in der Ecke. Na. Ganz feuchtig. Na. Ja. Bisher war es hier ordentlich leer. Sehr ruhig bis jetzt. Zu ruhig. Schön verteidigen hier. Ganz langsam, langsam, langsam. Falls sich hier was angreift. Oh, von oben. Wie scheiße ist das denn bitte? Oh, eine Höhle. Etwas tiefer rein. Fackeln deuten hier nicht lang. Oh Mann. Creeper! Ah. Okay. Die Falle war wahrscheinlich nicht gewollt. Mein Creeper war hier unterwegs. Da, hoch. Auweia. Wo uns das hier wohl hinführt. Ich hab Angst. Wo wir hier mal ankommen. Das ist nur weit weg von zu Hause. Na, wenn das mal kein Erkundungstor wird. Und ob wir das Loch hier wiederfinden, ist ja sehr schön versteckt. Keine Verpflegung mit, natürlich. Wie denn auch sonst. Bei Nacht hier im Wald, das ist keine gute Idee. Ich glaube, wir sollten hier in der Höhle bleiben. In der Nähe der Höhle. Weil hier nicht zu weit während der Nacht nach draußen gehen. Die Monster sind hier doch sehr gefährlich. Ein Bett haben wir nicht mit dabei. Bestens vorbereitet wie immer. Der Zwerg. Hui. Klingt nach einem spannenden Abenteuer. Das uns erwartet demnächst. Schaust nach Spannung aus. Und dann traue ich mich mal in den Berg hoch. Gibt es hier was zu sehen? Außer Monster. Ein weites Tal. Da in der Richtung irgendwo reisen wir die Rosen. Irgendwo in dieser Richtung müsste mein Zuhause liegen. Ich sehe was. Was mir nicht sehr gefällt im Dunkeln. Das scheint doch ein turmähnliches Gebäude zu sein. Das ist doch ein Turm, oder? Im Dunkeln. Oh, ich habe mich da gerade vor dem Laubdingens erschreckt. Ich dachte, das wäre schon so ein Bestie. Das Ding da ist ganz bestimmt kein Baum. Wir sollten eigentlich bis zum Tage warten, bis wir da mal hingehen.
Eieiei. Ich habe ein Dia-Schwert mit. Vorsichtig. Na komm, ich bin ganz mutig, trau mich mal. Ganz sachte hier. Geschützt. Ganz in Ruhe. Hier brennt Licht auf der Welt. Da kommt irgendwo Licht her. Auf der Welt Lichtung. Heißt doch Lichtung. Ach so, ist das, wo er herkam. Haben die Orgojaner hier ein Versteck oder was ist hier los? Leute, ganz leise hier. Ganz vorsichtig. Monster können nicht weit sein. Es ist Nacht, vielleicht schlafen sie irgendwie, aber. Vorsichtig, ganz leise, ganz still. Hier lang um die Ecke. Wir pirschen uns ganz langsam an. Ganz. Leise. Wir dürfen nicht aufhalten. Wir dürfen nicht erwischt werden. Sachte. Ganz ruhig. Ist vor starr. Sind schon fast da. Da drüben ist doch die. Ganz still. Ja. Ist da drüben was? Was ist hier los? Es ist gefährlich hier. Ich habe Angst. Wo sind wir? Was machen wir hier? Ganz still, ganz still. Keine Aufmerksamkeit auf uns ziehen. Ganz langsam weiter.